Hi bei Bauboom Bang und herzlich willkommen zum Project Bang eines Kleiderständers für einen Kinderladen. Wenn ihr euch fragt, warum steht denn der Laptop neben dem ollen Marcel, dann kann ich euch sagen. Hinter mir, da hinten, ist das ganze Material. Das sind einfach nur Latten, 4x4 und 3,5x5, irgendwas. Fichtenholz, und daraus werde ich nur aus Verplattungen einen Kleiderständer bauen. Und weil ich das nicht nur aus dem Kopf machen wollte, weil es ein paar Vorgaben gibt von dem Kinderladen, habe ich SketchUp benutzt. Tada! Da ist der wunderbare Kleiderständer. Und ihr seht, das sieht aus wie so ein kleines Häuschen. Wie ein paar Leute haben schon gesagt, sieht aus wie ein Gewächshäuschen. Ja, so ähnlich soll das sein. Und dann kann man hier unten längere Klamotten dranhängen und hier oben kleinere Sachen, also so Oberteile und so weiter. Und ihr seht, ich habe hier überall diese Verplattungen reingebaut und kommt doch einfach mal näher an meinen Laptop. So, ja, guck mal hier. Da habe ich überall so Verplattungen reingesetzt und Verschneidungen, und ich versuche das ganze Ding ohne eine Schraube miteinander zusammenzubringen. Das wäre mein Ziel. Dass das nachher so aussieht. Cool, oder? Jetzt geht's los. Sorry, ich gucke immer da oben in diesen Monitor. Ich habe jetzt so einen Vorschau-Monitor, wo ich mich selber sehe. Ich bin total aufgeregt. Jetzt werden wir erstmal die 4x4er Kanthölzer bearbeiten. Mein Cuttermesser habe ich mir gerade schön bei einer anderen Aktion geschrottet. Und jetzt muss ich mir erstmal ein neues besorgen. Aber das ist ja das geringste Problem. So, jetzt brauche ich 1,75 Meter Höhe. In 1,75 Meter Höhe. In 1,75 Meter wird der Spaß abgelenkt. Gerade natürlich. Und dann kommt nachher diese lustige Konstruktion da rein. So, jetzt gucke ich mal eben an die Füße, ob es da irgendwelche Verwachsungen gibt, irgendwas, was ich nicht brauchen kann. Sieht aber eigentlich ganz gut aus, dass ich dann einfach von hier aus abschneide. So, 175. Und das mache ich tatsächlicherweise bei jeder Latte extra. So, mal kurz einen Winkel nehmen und dann anzeichnen. Da die Latten 2 Meter lang sind, muss ich ein bisschen mit meiner Deckenhöhe aufpassen, damit die nicht anstoßen tun, nicht? So, wieder 1,75 und wieder 1,75. Ja, was lernen wir daraus? Wir pumpen mal eben uns hier die Säge hoch. Dann kann ich die hier so bewegen. Lass sie wieder ab. Super, ne? Coole Technik. Wo ich es gerade kontrollieren wollte. Passt. Ihr fragt euch jetzt, warum hat er das jetzt gerade kontrolliert? Kann ich euch sagen, weil das sich manchmal verschiebt, besonders wenn ich den Winkel geschnitten habe. Und das wollte ich ja nicht, ne? Kurz ansetzen. Damit sind die ersten 4 Latten fertig. Das war ja auch leicht. Aber jetzt kommt die Querkonstruktion. Ich schneide jetzt erstmal alle Grundlängen zusammen und dann werde ich mich an die Verbindungen machen. Auch wenn es für mich total ungewöhnlich ist, aber ich gehe ein paar Mal an den Rechner und gucke mir so meine Zeichnungen, meine Planung an, um sicher zu sein, dass es auch wirklich das ist, was ich geplant habe.
Das sind jetzt die 1,75 Meter. Das sieht man hier, 1,75 Meter. Ich habe das ein bisschen hochskaliert. Da war ich mir noch nicht so sicher, wie man das macht. Ich mache das mal ein bisschen entspiegelt. Genau, und jetzt werde ich diese Querlatten sägen und diese. Und hoffe, dass ich überhaupt genügend Material habe, wie es mir gerade so auffällt. Naja, so, also. Und jetzt möchte ich diese Querbalken machen. Das hier sind 35,2 Grad, werden die abgekürzt. Und dann von der Oberkante zu der Oberkante sind es 43,34 Zentimeter. I hope so. Ich habe jetzt hier meinen Winkelanschlag auf 35, also eher auf 35 Grad eingestellt und habe jetzt hier einmal diese 43,34 ungefähr angezeichnet, habe die Anzeichnung aber auf der Rückseite durchgezogen und mir hier markiert, wo mein Sägeblatt da rauskommt. Das heißt, ich weiß jetzt quasi, wo ich hier ansehen kann und dass das dann genau die Länge ist, die ich auch brauche. Das probieren wir jetzt mal aus. So, Kopfhörer auf und mit der Hoffnung, dass ich mich nicht versäge. Kennt ihr das? Genau das ist nämlich das Problem. Ich habe mich versägt. Und woran lag's? Ich habe auf der falschen Seite des Sägeblatts angezeichnet. Egal. So, das sieht super aus. Das passt, auch wenn es falsch ist. Ne? Glaube ich zumindest. Müsste jetzt hier ein Zentimeter fehlen. 43. Also haben wir ein kleines Stückchen versägt mit der Chance, dass es gleich besser wird. Diese Seite muss ich jetzt aber gerade ablängen und ja, dann gucken wir mal. Nächster Versuch. Ich hoffe, diesmal klappt. Ich habe es mir jetzt auch auf der anderen Seite angezeichnet. Dort, da soll das Sägeblatt rauskommen. Passt perfekt. Das passt. Und jetzt messen wir die Entfernung von Ende bis Ende. Alter, bin ich krank. Naja. Die sind 70,9. Und da gucke ich mal kurz im Plan. Spannung, Spannung. 70,89. 70,8 muss es sein. Top, würde ich sagen. Dafür, dass ich nicht hundertstel genau den Grad einstellen kann. Thumbs up. So, als nächstes kommt 4 mal 70,8. Das sind die Querlatten. Zack. So, 70. Das werde ich so machen kurz, dass ich die hier eben noch ansäume, weil die sind ein bisschen nicht so schön für die Querteile. Einfach nur einmal kurz. Ein Millimeter. So, 70,08. Warte mal. Nee, 70,8. Ich brauche eine neue Brille. Ich merke, dass ich eine neue Brille brauche. Entschuldigung. Alter Schwede, bin ich krank. Ha, habe ich das schon erwähnt, dass ich krank bin? Nee, ne? Aber, wie man so schön sagt, selbst und ständig und ganz besonders am Wochenende. So, guckt mal. Hier drin dürfen es jetzt 62 sein. Bin ich eine geile Schnitte? Das sind 62. Ja. Bedeutet, lieber Marcel, du hast hervorragend gearbeitet, wie auch sonst. Seid ihr ja von mir auch gewohnt, ne? Akkurate Arbeit. So, machen wir hiervon direkt noch so einen Burschen. Und dann machen wir noch zwei Burschen davon natürlich, ne? 70,8.
noch mal ein bisschen was über. Ja. Hätte ich das mal besser geplant, ne, dann hätte ich vielleicht eine Lage mehr übrig gehabt. Aber so ist das. Sag bloß, jetzt sind die Latten nicht gleich lang. Doch, sind sie. Ach ja, egal. Boing, boing, bang, bum. Boing, bang, bum. Auch ein lustiger Name. Genau, also noch zwei Latten davon. So, jetzt fangen die verdeckten Schnitte an. Und zwar, das sind jetzt die Querlatten. Und die werden in 4,4, also damit hier genau eine Latte reinpasst. Und dann 2,2 tief quasi, bekommen die jetzt einen verdeckten Schnitt. So. Damit ich auch weiß, wo es losgeht. Da geht's los. So, sieht doch top aus. Auf beiden Seiten, auch noch auf der richtigen Seite. Super. So, so soll es aussehen nachher. Und dann kommen die nämlich so dagegen. Jetzt wird der Rest gemacht. Ihr werdet es nicht glauben, aber jetzt kommt eine Domino-Dübelfräse zum Einsatz für eine Sache, die total versteckt ist. Ich hätte natürlich oben auch noch eine Verplattung machen können, habe ich aber echt komplett vergessen beim Konstruieren. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, wo ich gedacht habe, hey, das wäre ganz cool gewesen. Also daher kommt jetzt hier einfach ein Domino-Dübel rein. Das heißt, ich habe hier diesen Winkelanschlag hier so winklig gemacht, so dass das Holz da perfekt gerade dran passt und ich gerade ein Domino-Dübel einlasse. Und zwar lasse ich einen 20 mm Dübel mit einem 8er Bohrer ein. Und das kann man hier so ansetzen, das rastet dann in der Mitte ein. Das ist auch ungefähr die Mitte. So, und dann abgefahren. Und da haben wir den Domino-Dübel. Kann er auch noch mal so machen, dann ist das, glaube ich, ein bisschen stabiler. So, da haben wir ihn drin, seht ihr? Tippitoppi. Legen wir hier auch noch mal an. So, hier Fräse ansetzen, die hat er da so schöne lustige Markierungen. Anmachen erstmal, weil dann fängt die an zu rotieren und da muss man sie noch mal positionieren. Schon mal gesagt, dass ich meine Domino-Dübelfräse liebe. Da. Ist das geil? So. Jetzt probiere ich die mal aneinander zu setzen. So. Nochmal für die ganz genauen. Für die, die es mit Steck lieb haben. Da Dübel rein. Und dann ab die Post. Bisschen Kleber. Bisschen Kleber. Und dann. Top! So, Kinder der frohen Liebe, da kommt jetzt schöner Tightbond-Trupp. Machen wir auch nicht zu viel rein, weil das verschmiert ja nur. Guck, da geht's schon los. Na, den verschmieren wir hier schön. Ha. So, und dann verheiraten. Und dann kommen hier unsere lustigen
klemmen. So, guck mal hier. So, seht ihr das? So habe ich die jetzt miteinander verklemmt. Eigentlich müsste ich die noch so verpressen. Aber da fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht ein, wie ich es machen soll. Die Seitenteile quasi, die habe ich jetzt ja komplett fertig. Was ich jetzt noch machen muss, ist einmal hier oben diese Aussparung in den Querholmen, also in den Längsholmen. Und dann muss ich diese Verblattung, die hier oben quasi und die in der Mitte machen. Jetzt säge ich erst diese Längsholme, die sind 1,3880 m und dann auf Maß 34 mal 54. 1,388. Dazu machen wir die Schummellatte ganz auf. Und für so zerstreute Professor wie mich zum Beispiel kann ich nur sehr empfehlen, angezeichnet, das wollen wir behalten, das muss ab. Kreuz drauf, Bums. Im Falle dessen, wenn ich mir nicht sicher bin, gucke ich lieber nochmal nach. Aber wenn da nichts drauf ist, ist mir wie am Anfang des Projekts ja passiert, dass ich quasi auf der falschen Seite abgeschnitten habe. So, ich mache das hier viel zu kompliziert, aber macht ja auch Spaß, ne? Einfach kann ja jeder. Ich habe jetzt in meiner Dachkonstruktion eingezeichnet für die Querlatten 15 cm von der Spitze aus fängt meine Verblattung hier an und dann die 3,4 cm Breite. Das habe ich mir hier wieder angezeichnet, auf der Seite auch. Natürlich einmal hier exakt markiert und dann nochmal die Querseite markiert, damit ich jetzt von hier aus genau sehe, wenn ich hier eintauche. Die Höhe nochmal kontrolliert und hier nehme ich jetzt erstmal mein Opferbrett so ein bisschen so zur Seite. Und das werde ich mir jetzt hier hinten festmachen. So, dann klappt es auch. Und dann kann ich hier mit dem Opferstück so rein. Perfekt. So, los geht's. So, erste Seite steht, von oben eingelassen und jetzt nehmen wir uns mal hier kurz eine Querlatte und checken, ob die dann nachher da reingeht. Tut sie nicht. Heißt, ich muss noch einen Querschnitt auf jeden Fall mehr machen. Das mache ich auch und zwar nicht nach oben, sondern nach unten. So, puff. Passt, wackelt und hat Luft. Und zwar nicht exakt, sondern so, dass es schön da rein zu pressen ist. Genau, jetzt kommt noch die andere Seite dran. So sieht's aus, wenn es fertig ausgeschnitten ist. Und das mache ich jetzt für die anderen Teile natürlich auch. Jetzt müssen noch die Auflageflächen für meine, naja, Kleiderständer, Querstreben im Endeffekt auch noch an den Seiten ausgeplattet werden. Das ist dann genau die Hälfte. Das müssten 35,5 cm sein und dort dann auch wieder die 3,4 in der gleichen Tiefe. Deshalb, wenn ihr das einmal eingestellt habt, ist es natürlich passend, dass ihr die dann nachher alle nacheinander verplattet. Was viel Zeit und Aufwand spart. Was ich jetzt noch zusätzlich mache, ist quasi mehrere Latten gleichzeitig auszuverplatten, weil das ist ja quasi das Gleiche und dann kann ich das in einem Rutsch machen. Mit der Hoffnung, dass sich das nicht verzieht oder verschiebt oder irgendwie schief ist, deshalb mache ich immer zwei gleichzeitig. Genau, los geht's! Zack, so schnell geht das und dann wird hier auch kurz kontrolliert, ob diese Querlatten dann da reinpassen. Tun sie,
Perfekt. In die eine und auch in die andere. Traumhaft. Die nächsten zwei. Was hier ganz wichtig ist, ist an einem Demo-Stück einmal einen Testschnitt zu machen und das Ganze einzupassen. Und so weiß ich genau, dass wenn ich jetzt die Latten, wenn ich jetzt die Latten, die ich dann wirklich brauche, zusäge, dass das auch hundertprozentig passt. Hier unten gibt es einen kleinen Unter-, also so Überstand, und das werde ich nachher noch schräg ablenken, so dass es sehr schön und harmonisch natürlich da reinpasst. So, hier ist es jetzt anständig ausgeplattet. Ich sage immer ausgeplattet und jetzt kriege ich bestimmt Hates, weil es komplett anders heißt. Ist mir aber total egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Was ich noch mache ist, ich mache das hier nochmal eben mit einem anständigen Stechbeitel ein bisschen schön. Ich könnte es natürlich auch mit der Kreissäge machen, aber es soll ja auch noch ein bisschen Handarbeit da drin stecken. Und außerdem sieht das viel schöner aus. Schöne Späne abtrage. So, da wird mal kontrolliert, ob es passt. Da ja alles gleich ausgesägt ist, müsste es ja auch passen. Ich nehme das mal raus. Tada. Ja, ich würde sagen, passt, wackelt und hat Luft. Tralala, seht ihr? So sieht es dann nachher aus. Könnte ich jetzt auch ein Flugzeug rausbauen oder Propeller, Hubschrauber. Sehr cool. Freut mich. Boscht. Hier seht ihr, was die Opferlatte alles opfert, aber es ist wirklich wichtig. Einerseits könnt ihr an der Opferlatte auch mitführen, ohne dass eure Finger in Gefahr kommen. Plus, dass der Ausriss hinter der Latte auch geschützt ist, quasi so, dass das Weichholz, was hier sehr leicht prädestiniert ist, dafür auszureißen, einfach nicht ausreißt. Und das funktioniert wunderbar. Und ein wirklich sauberer, klasse Ausschnitt. Hier ist natürlich ein bisschen ausgefranst, aber das ist nicht so extrem, als würdet ihr ohne Opferlatte arbeiten. So, jetzt ist wirklich Weltpremiere. Ihr seid beim ersten Mal dabei, wenn ich die Unterflurfunktion meiner Kreissäge benutze. Ich habe eine Funktion gefunden, eher gesagt einen Bereich, den ich jetzt brauche. Und zwar muss ich einen Längsschnitt an einer Latte machen, in einem Winkel. Und das mache ich natürlich jetzt mit dieser Unterflurfunktion. Das funktioniert grandios, prima, würde ich sagen. Ich könnte jetzt die Latte da hinten noch richtig festmachen, aber es reicht so, wenn ich das so mache. Und das zeige ich euch mal. Es ist genau, wie ich es wollte. Ich zeige es euch mal. Jetzt so ein Querschnitt daran, und es hat echt bombenmäßig funktioniert. Ja, jetzt lade ich euch hier in meine kleine Bohrecke ein. Ich habe mir hier eine Behilfskonstruktion gemacht, um die Löcher zu bohren durch die jeweiligen Leisten, um sie dann mit selbstgeschnittenen Buchendübeln, quasi eigentlich nur ein Rundholz aus Buche, dann zu verbinden. Ich habe erst die Längsbretter hier angebohrt, weil das natürlich leichter und besser zu handeln bei mir. Und dann kommen diese 10 mm Buchen-Rundholzdübel, die ich selbst kurz zusammengeschnitten habe, da rein. Das habe ich mir dann als Maß mit einem weiteren Bohrer angestochen, heißt einfach nur aufgelegt, hier durchgeführt, so kurz angestochen, sodass die Spitze von den Holzbohrern mir die Markierung gibt für die Längsbretter, die für mich auch hier schwieriger zu handeln sind in der kleinen Werkstatt. Genau, wenn das Ganze angebohrt ist, dann kann es zusammengefügt werden. Battery low steht da. Low battery. Das ist ja low battery.
So, ich habe ja hier meine Löcher schon, habt ihr gesehen, gebohrt. Aber was ich zuerst machen muss, bevor ich es miteinander verheirate, ist ja oben noch hier die Aussparung aussägen fürs Dach. Das heißt, ich lege mir das hier auf, checke die Parallelität, eher gesagt die Rechtwinkligkeit meiner Unterkonstruktion, dass das auch wirklich alles passt. Und das tut es Pi mal Auge quasi. Und jetzt wird das Dach so aufgelegt, dass das auch passt. Dusch passt da auch und Dusch passt da. Und dann wird hier mit meinem Ersatzhilfswerkstück angezeichnet, was ich denn da sägen muss. Ja, siehst du, da sehe ich schon, muss ja eigentlich so spitz drauf sein. Und hier auch. Spitz, spitz, spitz. Komm aus deinem Häuschen. So. Und auf der anderen Seite auch. Und das werde ich dann mit der Japansäge aussägen. Mit der Hoffnung, dass die Idee meiner Konstruktion, das hier so auszusägen, da seht ihr das, das hier so als Haken auszusägen, dass das wirklich Sinn macht und auch hält. Ich hoffe das, aber wissen tue ich es noch nicht. Jetzt habe ich mir hier wieder meine, naja, Hilfskonstruktion gebaut für die Japansäge. Und hätte ich jetzt schon meine, naja, Bandsäge aufgebaut, dann wäre es vielleicht ein wenig leichter. Aber so geht's auch. So, das ist die eine Richtung. Und jetzt muss ich das kurz umspannen, was erheblich schwieriger ist. Ich glaube, ich auch ein anderes Hilfsbrettchen brauche, was ein bisschen größer ist, damit ich es anständig verspannen kann. Mit der Hoffnung, dass es dann auch trotzdem gerade wird, so wie ich es mir erhoffe. Aber wir schauen mal, wie das wird jetzt. Sehr gut aus, was ich da mache. Ah, nicht ganz gerade, aber den Rest machen wir uns nachher gerade. Ja, so. Jetzt muss auch mal auf der anderen Seite gucken, wie weit sich das da schon verbindet. Zack! Klötzchen draußen! Ja, ihr Lieben, jetzt kommt's zur Hochzeit der einen Seite. Ich habe hier meine Dübelchen, wo ich noch ein paar hier oben von habe. Das Dach ist zugesägt und eingelassen. Ich habe hier jetzt auch diese Quereinlässe oben fürs Dach natürlich mit der Japansäge eingelassen und wir gucken mal, wie es passt. Und da ich natürlich schon einen Check gemacht habe, lasse ich hier jetzt auch direkt final den passenden Kleber ein mit der Hoffnung, dass es dann nachher auch wirklich alles passt. Aber ich bin mutig und mache es einfach. So, Kleberchen rein, Kleberchen rein, Kleberchen rein. Der kommt nach oben. Zack. Machen wir hier auch Kleberchen rein. So viel müssen wir da nicht reintun, weil es gibt ja noch den Dübel. Und dann kommt der Dübel da drup. Dann wird hier aber ordentlich mal zusammengehauen. So, ist der Spaß drin und auf der anderen Seite fast raus. Super, da ist er raus. So, hier unten jetzt genau das gleiche. Kleberchen rein. Und was jetzt wirklich nur wichtig ist, guckt, dass es alles richtig rum reinkommt, weil sonst ärgert ihr euch ja zu Tode. Ne? So, Dübelchen. Und natürlich wird auch alles und jedes Teil wirklich geschliffen.
da oben. Hier kommt von mir noch ein Tipp am Rande. Wenn ihr mit so einer kleinen Bohrmaschine, hier mit so einer, mit so einem mächtigen Bohrer, noch ein Loch nachbohren wollt, dann macht euch immer ein Konterholz dagegen. Schnell mit einer Einhandzwinge da drunter. Und dann kann das Material, speziell bei Weichholz, einfach nicht ausreißen da unten drunter. So, hier auflegen, Drehzahl hochschrauben. So, aber den Scheiß wegpusten, Konterholz weg. Und ihr seht, es ist ein nahezu ausrissfreies Loch darunter entstanden. Und natürlich bekommt das Ganze noch ein Topic obendrauf, und zwar den Naturwachs, zum Bienen Naturwachszeug von Clou. Das finde ich echt klasse. Das riecht einmal wirklich super und das muss ja auch hausfreundlich und auch geruchsneutral bleiben, weil da kommen ja nachher Kinderklamotten dran. Ja, ihr Lieben, alles ist fertig gebaut hier in der Werkstatt, alles ist lackiert und jetzt wird alles aufs Auto geschnallt und dann geht's ab in den Kinderladen, wo das ganze Ding aufgebaut wird vor Ort und zum ersten Mal benutzt. Ja, ihr Lieben, Außeneinsatz in der Werkstatt, ist alles fertig gebaut. Ich habe jetzt alles nach Köln in einen Stadtteil dort gebracht, wo der Laden Spielwerk, das ist diese Kinderboutique und der Kinderladen ist. Und da habe ich es jetzt gerade draußen alles zusammengebaut. Das musste im Endeffekt nur noch zusammengesteckt werden, ein paar von den Dübeln versenkt. Und da steht es jetzt. Ich habe, wie gesagt, ja noch so zwei Füße da unten noch installiert, damit das Ganze auch nicht wackelt. Und naja, jetzt kommt das in den Laden und dann ist es fertig. Jetzt ist alles im Spielwerk drin. Wunderbar. Schaut euch hier mal um. Tolle Klamotten, schön bunt, passend zu mir. Und da steht das wunderbare Objekt mitten im Raum und da kommen die Klamotten dran. Man kann von beiden Seiten dann an die Sachen ran. Also ich glaube, es ist wirklich ganz schön geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und sollte das so sein, lasst mir einen Daumen da. Kommentiert fleißig und wer es noch nicht abonniert hat, der abonniert bitte jetzt. Bau, boom, bang. Also, ich wünsche euch noch einen ganz schönen bunten Tag, genießt das Wetter und bis bald. Tschüss!